Wir haben gestern hier in der Herrschaftsburg diese bescheidene Quest fertig gemacht, wo wir Spione identifizieren mussten. Alter, die Quest war nicht normal. Geh mir nicht auf den Sack. Eure Steingeborenen können uns nicht alle finden. Wir sind überall. Hallo? Was? Ist sie jetzt tot? Nee. Haltet den Feind weiter auf. Der Plan ist fast erfüllt. Mal'Ganis. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen jetzt Nalragas besiegen. Illidans Lakaien. Anetheron lässt euch grüßen. Ey. Bleh. Monsieur Keltas, würden Sie vielleicht auch mal hier was machen? Der steht die ganze Zeit nur dumm rum. Unglaublich. Müssen wir die jetzt wirklich? Nein. Nein, 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 nein. Müssen wir die jetzt wirklich bis ganz runterhauen? Nein, nein. Ach komm, das ist doch ein Kackkampf. Lass mich. Haha. Oh komm, die Hälfte reicht doch eigentlich auch. Bei 186.000 Lebenden. Und schon wieder Insektenplage. Ach ja. Hallo. Zieh nicht in Sicht. Na Gott sei Dank. Sprech mit Prinz Renatal. Okay, sie lebt noch. Kommt näher, mein neuer Freund. Was Schera fiel dem Meister zum Opfer, als ich Gefangener des Schlunds war? Deinfiltration. Trefft euch mit Prinz Renatal in Sündensturz. Schlundgänger zu mir! Auf sie. Der anderen ist nach das Sündensturz. Nicht ich will noch in dieser Stunde das Medaillon zurück und Mal'Ganis Kopf auf einer Pike. Okay. Na dann erzähl mal was. Sie will nichts erzählen. Okay. Dann schweigen wir uns weiter an, während ich mit dir fliege. Ach, die kann einfach da durch. Das ist aber auch fein. So, dann einmal mit Prinz Renatal reden. Willkommen. Beenden. Verdammter Freund.
Die ungebetenen Gäste. Beseitigt 3 Nafresim in Sündensturz. Uns droht ein düsteres Schicksal. Aber keins, dem wir uns kampflos ergeben. Und sie? Hallo, bleibst du mal stehen? Kryptogramme. Übertrag 10 infernale Kryptogramme. Ich dulde keinen Krieg. Hallo, annehmen. So, wir machen das einmal hier. Hier ist keiner. Ich glaube, hier hinten ist einer. Weil hier hinten haben wir ja schon öfters gesehen, dass gekämpft wurde. Da. Etwas Neues. Zeigt euch. Sidos ist weit, weit weg. Ach, jetzt kann Keltas auf einmal mitkämpfen. Okay. Okay, einen haben wir getötet. Hier tut ihr also eure Buße. Es passt zu euch, kleiner Prinz. So, hier drüben. Als Prinz sind vorüber. Eine von vielen Änderungen, keiner, die ich ertragen musste. Ach, hier die Runen müssen wir auch anklicken. Okay. Da ist eins. Warum eigentlich hier unten drin? Wo man langsam laufen kann nur. Haben wir jetzt eigentlich keinen Gastwirt mehr hier? Weil wir den jetzt enttarnt haben. So, hier. Ah ja. Dress wird überleben. Jämmerlicher Sterblicher. Ihr kommt zu spät. Auch die anderen gucken einfach so zu, was hier abgeht. Ja, das ist natürlich wieder. Nein. Geh mir mit ihrem scheiß Arschschwarm auf den Arsch. Nerv. Okay, ist auch weg. Ich würde sagen, unten ist da noch einer. Und 5 von den Dingern hier brauchen wir noch. Da drüben noch eins. Moment, ich will das mal kurz hier machen. Ne, hier ist keiner mehr. Ah ja. Also hier wäre dann der dritte gewesen. Okay, wir haben alle 3 geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch 5 von diesen Runen. 1. Da hinten ist auch noch, glaube ich, 1 an der Wand.
Hier ist nichts mehr, da ist eins, genau. Okay, hier hinten vielleicht noch eins, weil da drüben ist noch eins. Und mehr habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Ne, hier ist keins. Da hinten ist noch da und da. Okay, haben wir auch gemacht. Dann wieder nach oben. So. Gehen wir zuerst das hier ab. Was kann dieser bescheidene, gefallene Prinz heute verbrechen? Und das hier. Nicht gegen den Willen des Meisters. Krieg ist Sturm. So, gucken. Da. Lady Meltranix ist beauftragt. Ich beauftrage euch, Informationen zu der Ressource sicherzustellen. Wir müssen uns beide der Sicherheit und des Erhalts des Standorts der Ressource vergewissern. Kistranath, haltet sie auf, findet einen Weg, die wachsende Macht des Schlundgängers und seiner Verbündeten einzudämmen. Falls es einen Weg gibt, ihre Versorgung zu behindern, so ergreift ihn. Falls es einen Weg gibt, ihre Vorräte verschwinden zu lassen, so lasst es geschehen. Na, Ragas tötet Renatal nicht. Ich weiß, dass es euch reizt, aber wir brauchen ihn noch. Und sein Tod würde den Meister verärgern. Jener seid auf der Hut vor den Streitkräften, die in den Schlund entsandt worden sind. Wenn Sündensturz töricht genug ist, eine Streitkräfte an solch einen Ort zu schicken, dann müsst ihr einen Weg finden, sie zu infiltrieren und ihre Niederlage sicherzustellen. Taliatrophen, infiltriert die Gräber, kundschaftet sie aus, sie erreichen Orte, die den meisten verwehrt sind. Mofralan durchsucht die Archive. Sündensturz beherbergt uraltes Wissen und wir müssen herausfinden, was Kifretan zugestoßen ist. Sie ist schon zu lange verschollen, es ist Zeit, sie wiederzufinden. Kleinen Moment, ich muss was trinken. Solenair, ich verlange einen detaillierten Bericht über alle Personen, die Sündensturz betreten oder verlassen, Häufigkeit, Wachwechsel und so weiter. Vor allem aber habt ein Auge auf die Gräber. Wir benötigen sie für die letzte Phase des Plans. Satrova, verschwindet sofort, eure Identität steht kurz davor, enthüllt zu werden. Sibylle durchschreitet wieder die Hallen von Sündensturz und wird sich an den Dunst eurer Aura erinnern. Verschwindet, bevor es zu spät ist, vermeidet es jedoch, verdächtige Spuren zu hinterlassen. Täuscht euren Tod vor, wenn es sein muss. Aha. Mal'Ganis, euch steht die größte Herausforderung bevor. Infiltriert Renatals inneren Zirkel, bleibt an der Seite eures Brüders und stellt sicher, dass ihm kein Leid zustößt. Freundet euch mit den Azerothianern an und zerstreut ihre Bedenken. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr die Ehre haben, Renatal meinen Plan zu offenbaren. Deterok, wenn ihr uns wieder enttäuscht, werde ich euch persönlich die Haut vom Körper reißen. Wenn Mal'Ganis die Falle zuschnappen lässt, seid ihr persönlich dafür verantwortlich, die Ressource sicherzustellen. Enttäuscht mich nicht. Das ist die letzte Anweisung des Meisters und ich möchte sie fehlerfrei ausgeführt sehen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir morgen hier weiter.